Hey, this is not a test. This is rock and roll. Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 Robin Williams Momente, die nicht im Drehbuch standen. Yeah, could you scooch? Oh, move over. Thank you. Keep on scooching. Boy, am I in for it now. Make your life spectacular. I know I did. Für diese Liste schauen wir uns einige Zeilen und sogar ganze Szenen aus Film und Fernsehen an, die Berichten zufolge von Robin Williams improvisiert wurden. Außerdem, was ist dein Lieblingsfilm von Robin Williams? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Auf dem Boden ausrutschen. The Birdcage. Ein Paradies für schrille Vögel. In einer seiner eher unterschätzteren Komödien spielt Williams Armand Goldman, den Besitzer eines Miami Drag Clubs. Fosse, 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 you do Martha Graham, Martha Graham, Martha Graham. Or Twyla, Twyla, Twyla. Or Michael Kidd, Michael Kidd, Michael Kidd, Michael Kidd. Or Madonna, Madonna, Madonna. Er ist mit seinem Partner Nathan Lane, verkleidet als Frau, gezwungen so zu tun, als wären sie hetero. Sie treffen sich mit den konservativen, zukünftigen Schwiegereltern seines Sohnes. You men, you're just the biggest babies. You know, they can run the world, but they can't pick out a tie. Oh, I know. I can't get this big lug to buy a new suit. In der klimaktischen Dinner-Sequenz rutscht er aus und fällt. Laut Williams Co-Star Hank Azaria rutschte Williams tatsächlich aus. Und er fiel auch tatsächlich. Als Profi stand Williams einfach wieder auf und machte weiter. Und er war echt überzeugend. Auch wenn er fast aus der Rolle gefallen wäre, als er seinem Sohn sagt, dass er gehen soll. We're all right. It's fine. Just shut up, goddamn you! It's all right. Stop crying, goddamn you! What are you standing there for? Go, go! She'll be here in a minute. Go! Nummer 9. Das Meiste des Films. Jack. Eine von Francis Ford Coppolas geringeren Bemühungen, Jack, zeigt Williams als Jack. Ein Kind, das viermal schneller altert als jeder andere. Just can't sleep. I had a scary dream. Can I sleep in here? Yeah, of course, buddy. Stimpy too? Sure. Als Jack 10 Jahre alt ist und zur Schule geht, hat er den Körper und das Aussehen eines 45-Jährigen. Laut Coppola improvisierte Williams die meisten seiner Zeilen. Er sagte dem Christian Science Monitor, das Einfachste an der Arbeit mit Robin war, ihn zum Improvisieren zu ermutigen, denn er ist so brillant. So you might want to go to the dance with me. It'd be really, really fun. Oh, Jackie. So you want to go? My mom will drive us. Als er anfing, nach Belieben zu arbeiten, war es schreiend lustig. Obwohl nicht bekannt ist, was nun speziell improvisiert ist und was nicht, ist klar, dass Williams einen Großteil des Films auf seinen Schultern tragen musste. Selbst wenn die Ergebnisse gemischt waren, ist Williams Engagement unbestreitbar. Nummer 8. Pinocchio. Aladdin. 10,000 years will give you such a crick in the neck! Trotz einiger starker Konkurrenz ist Williams Leistung als Genie möglicherweise seine beste. Die Synchronisation ist nicht nur großartig, sie verkörpert auch alles, was Williams zu einem fantastischen Entertainer gemacht hat. Seine manische Energie, seine aufregende Komödie und seine unendliche Kreativität. I can't make anybody fall in love with anybody else. You little punim there. Rule number 3. I can't bring people back from the dead. It's not a pretty picture. I don't like doing it. Der Animationssupervisor Eric Goldberg erinnert sich liebevoll an Williams Improvisationen. Zu diesen gehörte auch ein Boo-Whoop-Sound, um Aladdins Lüge aufzudecken. Es sollte den Klang von Pinocchios wachsender Nase darstellen. Also arbeiteten Goldberg und sein Team daran und schon war Pinocchios Gesicht im Film. The only way I get out of this is if my master wishes me out. So, you can guess how often that's happened. I'll do it. I'll set you free. Uh-huh. Yeah, right. No, really, I promise. After I make my first two wishes, I'll use my third wish to set you free. Es ist erstaunlich, wie viel kreativen Einfluss Williams auf Aladdin hatte. Nummer 7. Thomas und Tim. Friends. 1997 spielten Williams und Billy Crystal in der Komödie Ein Vater zu viel mit. Am Tag vor der Premiere traten Williams und Crystal auch gemeinsam in einer Friends-Episode auf. Do you mind if we sit? Yeah, could you scooch? Oh, move over just a little bit. Thank you. Keep on scooching.
Ihre Anwesenheit war nicht geplant und ihre Charaktere standen auch nicht im Drehbuch. Vielmehr waren die beiden einfach in der Nähe des Sets und wurden gefragt, ob sie ein Cameo hinlegen wollten. Sie sagten zu und improvisierten kurzerhand eine ganze Szene. So you went to Pete's? What happened? Is this something you lost? Why is this happening to me? I don't know, maybe it's my wound. Irgendwann mischte sich Matt in die Action ein und improvisierte eine unhöfliche Unterbrechung, was zu einer verärgerten Ermahnung von Billy Crystal führte. It's me. I've been sleeping with your wife. So you're the gynecologist? Hey, I'm trying to have a private conversation about it. Es war wahrscheinlich der Höhepunkt seiner Karriere. Please, let me give me this thing, alright? Enough. Nummer 6. Meine Zeile gestohlen. Good Will Hunting. Sean Maguire ist eine von Williams zurückhaltenderen und dramatischeren Rollen. Es war die Rolle, die ihm seinen ersten und einzigen Oscar einbrachte. You don't know about real loss. Because that only occurs when you love something more than you love yourself. I doubt you've ever dared to love anybody that much. Am Ende des Films geht Will nach Kalifornien, um sich mit Skylar wieder zu vereinen. Er hinterlässt Sean eine Nachricht, dass er sich um ein Mädchen kümmern muss. Dies ist ein Hinweis auf eine Zeile, die Sean früher im Film selbst gesagt hat. Just slid my ticket across the table and I said, sorry guys, I gotta see about a girl. I gotta go see about a girl? Yeah. That's what you said? I had. And they let you get away with that? Oh yeah, they saw in my eyes that I meant it. Laut Matt Damon wurde die Reaktion von Sean auf die Notiz improvisiert. Im Drehbuch hat Sean nichts gesagt. Aber Williams improvisierte bei jeder Einstellung eine neue Zeile. Als er die Zeile sagte, die jetzt im Film ist, packte Damon den Regisseur und wusste, dass Williams gerade Gold gesprochen hatte. If the professor calls about that job, just tell him, sorry. I had to go see about a girl. Will. Son of a bitch. He stole my life. Nummer 5. Viele Sachen. Morg vom Ork. Morg vom Ork war Williams Mainstream-Durchbruch. Boy, am I in for it now. Sent before the white desk again. What did I do? The solar lander, you fool. You painted a mustache on it. But Orson doesn't know I did it. Then why am I here? If I knew that, I wouldn't be talking to myself. Alles begann, als Williams in der Happy Days-Episode My Favorite Orkan besetzt wurde. Berichten zufolge beeindruckte er die Manager, indem er den größten Teil seines Dialogs improvisierte. Sein Charakter erwies sich als so beliebt, dass er einen Spin-off bekam. Und so machte sich Williams schnell einen Namen. Während vieles über seine damaligen Improvisationen vielleicht ein bisschen übertrieben war, improvisierte er immer noch mit großem Erfolg. Hey, stop it, you're gonna stretch out my boots. These are your boots? Really, I had to stuff socks in the front. Oh, Mark, you're so talented and handsome and you have such great taste in clothes. Hey, wait a minute, I never said that. Well, it'd be nice if you did once in a while. Einer der Autoren der Serie, David Misch, sagte zu Gizmodo, er hat keine erweiterten Adlibs gemacht. Aber was er brillant tat, waren die kleinen Dinge. Eine Zeile hier und da, ein Wort hier oder da, ein Gesicht, eine Stimme. Das waren die Dinge, die die Leute umgehauen hatten. You know, I really hate it when you act like this. Oh? Yeah. Oh, really? You know what I hate? I hate it when you're gargling. You don't make any noise. It's like... Nummer 4. Schmelzende Glasur. Mrs. Doubtfire, das stachelige Kindermädchen. In einer der besten Sequenzen des Films ist Daniel gezwungen, sowohl sich als auch Mrs. Doubtfire zu spielen. Die Sozialarbeiterin Mrs. Hellner kommt zu einem Überraschungsbesuch vorbei. Because I have an appointment on Monday and Friday evening to check the apartment. I remember him seeing something about that. Are you sure you want to walk in, dear? That's three floors, hoofing it all the way. If you can do it, I can. I'll bet so. Is your ticket all right? Top notch. Oh, good, because I don't want to jumpstart you. Während Daniel seine Maske verloren hat, schiebt er sein Gesicht in einen Kuchen und gibt vor, Mrs. Doubtfire zu sein. Mit einer nächtlichen Beisermaske. Hello! Ah! Oh, I'm sorry to frighten you, dear. I must look like a yeti in this getup. This is my nightly meringue mask. Das war alles geschrieben, aber der Rest kam alles von Williams. Die heißen Studiolichter begannen, das Sahnehäubchen auf Williams Gesicht zu schmelzen. Und es tropfte wirklich in seinen Tee. Williams beschloss, einfach mitzugehen und gab dem Publikum dabei ein klassisches Stück Comedy-Gold. As you can see, I can't stay with you, dear. I'm melting like a snow cone in Phoenix. There we go again. I'll go get Danny, all right? He'll be right with you. Hold on. Danny!
Nummer 3. Die Übertragungen. Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. In diesem Kriegskomödie-Drama spielt Williams Adrian Cronauer, ein Flieger der US-Luftwaffe, der während des Vietnamkriegs als Militär-DJ fungierte. Williams' Auftritt wurde weithin anerkannt und brachte ihm seine erste Oscar-Nominierung als bester Schauspieler ein. Well, thank you, Roosevelt. What's the weather like out there? It's hot. Damn hot. Real hot. Hot in this is my shorts, I can cook things in it. Little crotch pot cooking. Laut dem Produzenten des Films, Mark Johnson, wurden die meisten DJ-Szenen komplett improvisiert. In den Produktionsnotizen des Films erklärte Johnson, als er sich in die Kontrollkabine setzte, um die Szene mit Cronauers Sendung zu drehen, ließen wir einfach die Kameras rollen. Er hat es geschafft, für jede einzelne Einstellung etwas Neues zu kreieren. Genau das war die Energie und Kreativität von Robin Williams. Remember the people who brought you Korea? That's right, the US Army. If it's being done correctly, here or abroad, it's probably not being done by the Army. Nummer 2. Im Schlaf furzen. Good Will Hunting. Obwohl dies eine seiner ernsthafteren Rollen war, fand er dennoch Zeit, Sean eine lustige Seite zu verpassen. Hey, whatever blows your hair back. Yeah. I haven't got much hair left. You know, you'd be better off shoving that cigarette up your ass. It'd probably be healthier for you. Während eines Herz-zu-Herz-Gesprächs mit Will erwähnt Sean, dass er lernen muss, die Unvollkommenheiten einer Frau zu akzeptieren. My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful little idiosyncrasies. Um ein Beispiel zu geben, erzählt er Will, dass seine Frau im Schlaf gefurzt hat. Diese Zeile und die daraus folgende Diskussion wurde von Williams und Damon vollständig improvisiert. Und Damons Lachen war auch echt. Oh Gott. She woke herself up, yes. Oh Christ. But Will, she's been dead 2 years and that's the shit I remember. Einige Zuschauer bemerkten sogar, dass die Kamera ein wenig zittert, nachdem Sean sagt, ich hatte nicht das Herz, es ihr zu sagen. Sorry, I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. She woke up and got like, oh, was that you? So yeah, I didn't have the heart to tell. Das deutet darauf hin, dass der Kameramann auch lachen musste. Mit Williams hätte ich gern mal Zeit verbracht. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von Watch Mojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Promi-Nachahmungen. Aladdin. What would you wish of me? The ever impressive. The one contained. But never duplicated. Genie of the lamp. Wie bereits erwähnt, ist Aladdin möglicherweise Williams bestes Werk. Er hat den Filmmachern angeblich 16 Stunden Material gegeben. Animationssupervisor Eric Goldberg erinnert sich, dass er Williams für 4 vierstündige Sitzungen hatte. Williams füllte all diese Zeit mit Improvisationen, Witzen, Zeilen und unzähligen Promi-Imitationen. Looks like we're gonna have to find a way out of here. Excuse me? Are you looking at me? Did you rub my lamp? Did you wake me up? Did you bring me here? And all of a sudden you're walking out on me? I don't think so. Not right now. You're getting your wishes, so sit down! Goldberg sagte gegenüber Entertainment Weekly, als wir Robin ins Aufnahmestudio bekamen, kamen alle Promi-Nachahmungen heraus. That's a good move. I can't believe it. I'm losing to a rug. Abgesehen davon, dass wir uns das Lachen zunichte gemacht haben, haben wir uns nur angesehen und gesagt, wir können dieses Zeug nicht verwenden. Das Ergebnis war Genies Verwendung von Promi-Imitationen und ein seltener Fall dafür, dass Animatoren um einen Synchronsprecher herumarbeiten mussten. Williams konnte wirklich alles tun. Genie, I need help. All right, Sparky, here's the deal. If you wanna court the little lady, you gotta be a straight shooter, do you got it? Stimmt ihr unsere Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von Watch Mojo Deutschland an und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.